Wenn wir die Fälle anschauen, die über die letzten Tage aus Südafrika gemeldet wurden, und übrigens, Südafrika hat ein extrem gutes Reporting-System, die haben ständig tagesaktuell die Daten, die teilen die, die liefern die, sie sind sehr offen damit und es hat sehr viel geholfen, um schnell auf diese Variante zu reagieren. Und also in Südafrika hat man gesehen, dass hier ab Mitte November etwa die Zahlen begonnen haben, Entschuldigung bitte, zu steigen, und zwar erstmal nur in Gauteng. Das ist die Region Südafrikas, wo Pretoria ehemals, also jetzt Tshwane und Johannesburg liegen. Und am 23. wurde dann die erste Probe genommen, die dann oder die erste Sequenz öffentlich bekannt, die eben nach einer neuen Variante aussah. Und die Forschung ging in dem Fall so schnell, oder die internationale Analyse dieser Daten, dass dann schon am 26. November die WHO getagt hat und Omikron zur Variant of Concern erklärt hat und darauf reagiert hat. Das ist also in diesem Fall wirklich extrem schnell gegangen, weil die Wissenschaft sich jetzt weltweit zusammengetan hat und diese Varianten beobachtet.